Jojo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt neue Informationen zu Notruf 112, nämlich ein FAQ, wo dann jetzt insgesamt 19 Fragen von Aerosoft, also den Publishern der Simulation, beantwortet werden. Und die erste Frage davon war, wann kommt das Spiel raus? Die Antwort davon war, der Erscheinungstermin ist voraussichtlich der 28.04.2016, das ist ein Donnerstag. Wird das Spiel auf Konsole erscheinen? Bis jetzt ist Notruf 112, die Feuerwehrsimulation, noch für keine Konsole geplant. So, das ist schon mal viele ein kleiner Schock, aber für die Mac-Benutzer gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer, nämlich Notruf 112 wurde für PC als auch für die Mac-Version geplant und wird auch erhältlich sein. So, gibt es schon Videos? Ja, gibt schon einige Videos, nämlich zum Beispiel In-Game-Play-Material von Nordrhein-TV, das auf der Gamescom entstanden ist. Da wurde auch schon ein kleiner Einblick zu dem Spiel gewährleistet. Wird Steam benötigt? Steam wird natürlich benötigt. Dann wird es auch in Englisch erscheinen. Ja, die Version des Spiels kommt auch in Englisch. Und das Spiel kostet voraussichtlich 29,99 €, die aber meiner Meinung nach voll und ganz, ja, also ich finde, das Spiel könnte ruhig teurer sein, weil für den Preis, was man da bekommt, das ist einfach nur unglaublich cool. So, wird es eine Beta zum Anspielen geben? Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir einige Beta-Tester auswählen. Das wird spannend. Gibt es im Spiel auch einen Multiplayer-Modus? Zum Release wird es noch keinen Multiplayer geben. Eine Simulation, die sehr viel mit physikalischen Berechnungen arbeitet, lässt sich nur mit viel Aufwand und Erfahrung über das Netz synchronisieren. Bei dem Spiel Trapped Dead hat Kinetic das zwar hinbekommen, aber auch gelernt, dass man das nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Das bedeutet, dass in naher Zukunft auf jeden Fall ein Multiplayer rauskommen wird. Wird es auch eine Meldealarmierung geben? Es wird auch Alarmierungen geben, die durch eine Brandmeldeanlage ausgelöst wurden. Das kann auch mal ein falscher Alarm sein. Der Ablauf ist wie folgt. Alarmierung, Einsatzfahrt, Brandmeldezentrale aufsuchen, Melder lokalisieren, Ortsbegehung gegebenenfalls, Brand bekämpfen, Anlage zurücksetzen und zurück zur Wache. Das hört sich doch schon mal gut an. Wird es auch rettungsdienstliche Einsätze geben, wie zum Beispiel wird ein Zug RTW beim Ausrücken dabei sein? Wenn der Löschzug ausrückt, fährt immer ein RTW zur Eigensicherung mit. Ansonsten wird auch schon mal ein RTW ausrücken. Darauf hat der Spieler aber keinen Einfluss und kann den Einsatz auch nicht aktiv spielen. Es dient nur der Atmosphäre und soll die Wache lebendiger machen. Okay, hört sich doch auch schon mal gut an. Wie läuft die Alarmierung denn ab? Wenn wird es einen realistischen Gong mit einer zum Einsatz passenden Durchsage geben, was von Einsatzart bzw. Fahrzeuganzahl Einzel- und oder Löschzug anders ist? Ja, diese sind den originalen Alarmierungen der Wache in Mülheim nachempfunden. Eine Beispieldurchsage, Vorgang, Achtung Müllcontainerbrand, Einsatz für TLF1, Albrechtstraße und dann kommt ein Nachgong. Dies können wir auch mal eben hier durchführen. Achtung, Müllcontainerbrand, Einsatz für TLF1, Albrechtstraße. Sind die Sondersignalanlagen, insbesondere das Horn von Fahrzeug zu Fahrzeug, unterschiedlich bzw. dem Original nachempfunden? Es werden Außenaufnahmen aller Sondersignale gemacht und in die Simulation implementiert. Das bedeutet unterschiedliche Hörner. Nummer 14. Kann man auch etwas anderes als Feuerwehr machen, zu Hause sein und wenn der Einsatz kommt, hinfahren? Der Spieler kann sich mit seiner ausgewählten Spielfigur frei durch die Stadt bewegen. Es empfiehlt sich aber, in der Nähe der Einsatzfahrzeuge zu bleiben. Das heißt, ihr könnt einfach spazieren gehen. Nur wenn dann ein Einsatz kommt, müsst ihr rennen. Wird es auch irgendwann möglich sein, das Smart Nissan und das Bullhorn in der Webdemo zu benutzen? Ja, sobald die Außenaufnahmen abgeschlossen sind, also die Martinshorn-Aufnahmen und so weiter, dann wird es auch in der Webdemo ausprobiert zu sein. So, dann haben wir, lassen sich die Frontblitzer Heckblaulichter getrennt anschalten. Das ist noch nicht entschieden worden, das müssen Sie sich halt noch überlegen. Das ist nämlich eine Entscheidung zwischen Realismus und Spielbarkeit. Technisch ist das aber umsetzbar. Das heißt, wir müssen Aerosoft ganz oft schreiben, ja bitte, bitte, bitte lasst die getrennt anschalten. Dann werden Sie unsere Bitte auch erhören. Was muss man als Gruppenführer in der Simulation machen? Hauptsächlich die Kommunikation zwischen Trupp und Einsatzleitung führen.
Und die letzte Frage, bringt ihr auch die originalen Signaltöne sowie Motor- und Pumpgeräusche in das Spiel ein? Ja, soweit man das aufnehmen kann, werden die originalen Sounds aufgenommen. So, das waren auf jeden Fall die 19 Fragen, die Aerosoft bzw. Crenetic eben veröffentlicht hat. Und das hört sich doch schon mal gut an. Da wurden einige Fragen sehr plausibel beantwortet. Und ich finde das auch gut, dass die Community auch mitbestimmen kann, was gemacht werden soll. Und was habt ihr noch so für Wünsche? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.